Hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Silvia Rosenberger von Lebensquell Kräuter. Das heutige Video beschäftigt sich damit, auf der einen Seite, warum der Hund Kot frisst und was das mit der Ernährung zu tun hat. Ich habe als ausschlaggebend war eigentlich dafür, ich bekomme immer wieder Anfragen, was kann ich denn tun? Mein Hund frisst Kot, manche auch Erde oder Gras. Und gerade am Dienstag in der Kräutersprechstunde, das ist der wöchentliche Live-Call im Mitgliederbereich, da hat mich eine Dame gefragt, was sie denn tun könne, denn ihr Hund frisst immer wieder Kot, auch von Katzen den Kot. Und heute hatte ich ein Gespräch mit einer Hundehalterin, die gemeint hat, ja, sie hat eine französische Bulldogge und die sind ja leider so empfindlich mit Magen-Darm. Und dann habe ich gesagt, so, das ist nicht die Rasse, die kaputt ist, sondern das ist einfach der einzelne Hund, der mit der falschen Ernährung, mit der falschen Fütterung zum Teil kaputt oder beschädigt gemacht wurde und wo man aber sehr wohl eben etwas tun kann. Jetzt schauen wir uns mal an, was das mit dem Kotfressen zu tun hat. Beim Kotfressen ist es so, dass viele, da ist immer wieder so die Meere, ja, da geht es um den Geruch und man soll Stinkekäse füttern und so, dann geht das vorbei. Teilweise stimmt das mit dem Stinkekäse, weil einfach im Käse auch gewisse Bakterien sind. Aber in der Regel kann man wirklich sagen, bei ganz, ganz vielen der Hunde, nicht bei jedem, aber bei ganz, ganz vielen der Hunde, ist es so, dass im Darmmilieu das Mikrobiom, das heißt die Darmbakterien, die der Körper braucht, der Organismus braucht, um die Verdauungsvorgänge ordentlich abschließen zu können, um die Nährstoffe aus den Lebensmitteln, aus den Nahrungsmitteln zu extrahieren und in den Körper weiterzuleiten, dass hier diese Darmbakterien nicht passen. Und der Hund ist schlau, der versucht, sich selbst zu therapieren und versucht, indem er den Kot frisst, diese Darmbakterien aufzunehmen. Ganz, ganz viele sind immer wieder, dass sie den Hund schimpfen, weil sie glauben, er ist einfach ekelig oder so. Das hat sehr häufig nichts damit zu tun. Wenn du sicher gehen magst, dass sich das wirklich um diese Darmbakterien handelt, um eine ja, Fehlfunktion im Darm herauszufinden, dann kannst du einen 5-Tage-Kefir-Test, habe ich das jetzt genannt, gemacht, weil es dir einfach schon erste Anhaltspunkte gibt, ob der Magen, Darm bzw. Darm in dem Fall in Ordnung ist oder ob es wirklich daran liegt. Das heißt, kauf dir ganz einfach im Supermarkt, im Milchregal, im Joghurtregal einen Becher Kefir, Naturkefir, und gib den Hund je nach Gewicht, bei kleinen Hunden einen Teelöffel, bei größeren Hunden 1 bis 2 Esslöffel am Tag über 5 Tage hindurch, und dann schau dir mal an, ob der Hund nach wie vor die gleiche Menge an Kot frisst oder ob sich das bessert, ob der tagelang überhaupt keinen frisst. Wenn das der Fall ist, dann ist das eine gute Richtlinie, ein gutes erstes Anzeichen, dass es eben hier wirklich mit dem Bakterienmilieu im Darm zusammenhängt. Und dann hast du die Möglichkeit, indem du eine Darmreinigung und eine Darmsanierung machst, dass du ihm hier einfach wirklich nachhaltig hilfst. Wie du sowas auf die Reihe bekommst, das zeige ich dir unter anderem in einem der Module in dem Online-Kurs Ganzheitlich gesund gefüttert. Den Link hast du unten in der Beschreibung mit dabei. Hier hast du einfach auch alles mit drinnen, was wirklich wesentlich ist, um den Hund gesund zu füttern und ausreichend und gut zu versorgen. Und wie gesagt, mit diesem 5-Tage-Kefir-Test kannst du einfach schon für dich ein bisschen Sicherheit reinholen, ob es denn eventuell
mit den Darmbakterien zusammenhängen kann. Ich hoffe, es hilft dir weiter. Das ist ein sehr einfacher Test, der ist leicht umzusetzen. Der ist unter 1 Euro, denn so ein Becher kostet nicht mehr. Und du kannst auf jeden Fall den Hund nur etwas Positives damit tun. Und sehr häufig siehst du eben, hast du hier schon die Anhaltspunkte. Es ist kein Allheilmittel, aber es ist eine sehr gute Möglichkeit, die Ursache aufzuspüren. Okay. Dann alles Gute und ja, ich freue mich, wenn ich dich vielleicht bei dem einen oder anderen Mal wieder sehe, höre, und wenn du Fragen hast, dann gerne auch per Mail an mich richten. Also dann, baba, ciao!